Hallo liebe Zuschauer, wir befinden uns hier auf dem Motorsportgelände des Hilloper Club Goslar e.V. Wenn Sie mehr über den Club erfahren möchten, bleiben Sie dran. Hier steht der erste Vorsitzende des Hilloper Club Goslar e.V., Rüdiger Müller. Hallo Rüdiger. Hallo. Was für ein Verein verbirgt sich hinter dem Namen Hilhoppers? Ja, hinter dem Namen Hilhoppers verbirgt sich ein Geländewagenclub aus Goslar. Und Hilhopper soll eigentlich so viel bedeuten wie Hügelhüpfer. Mhm. Seit wann gibt es den Hilloper Club? Den Hilloper Club gibt es seit 1988 und wurde in Goslar gegründet und seit 1989 als eingetragener Verein. Und wie viele Mitglieder habt ihr? Wir haben im Moment eine Mitgliederzahl von ca. 30. Nehmt ihr denn noch Mitglieder auf? Wir nehmen gerne Mitglieder auf. Wir sind immer auf Mitglieder angewiesen, denn es treten auch immer mal wieder welche aus und so. Das ist nun mal so. Verabschieden sich auch einige Mal vom Geländewagen. Und da wir auch einen Teil ausrichten, brauchen wir immer fleißige Hände. Am Ende der Sendung werden wir eure Adresse dann mal einblenden. 1990 habt ihr dieses Gelände hier in Aspenstedt gemietet. Und wie oft trefft ihr euch hier? Ja, wir treffen uns hier einmal im Monat, jeden dritten Samstag im Monat. Und dort kommen alle Vereinsmitglieder zusammen. Wir fahren ja einen Vereinsmeister aus und machen hier ein bisschen geselliges Beisammensein und treffen natürlich auch neue Leute, die hier mal Interesse haben, auf dem Gelände ihr Auto auszuprobieren und wahrscheinlich irgendwann mal Mitglied werden. Wie haltet ihr es mit dem Naturschutz? Der Naturschutz wird bei uns ganz groß geschrieben. Wir haben das Gelände extra gepachtet, um die verbotenen Fahrten in Wäldern und auf Feldern zu unterlassen, und deswegen bieten wir auch dieses Gelände an, und da kann man auch jeden dritten Sonntag kommen. Weiterhin sind wir hier in einem Landschaftsschutzgebiet, was zur Folge hat, dass wir hier auch Auflagen haben. Ich denke, es ist das erste Landschaftsschutzgebiet, was in Zusammenarbeit mit Naturschutz und Geländewagenverein entstanden ist, und hier mussten wir auch ein paar Federn lassen, das ist nun mal so. Aber wir kommen hier sehr gut zurecht. Als Auflage haben wir halt erhalten, dass wir ca. 160 Bäume in der Gemeinde Aspenstedt als Ausgleich pflanzen mussten. Veranstaltet euer Verein auch Meisterschaften? Wir veranstalten
ein Vereinsmeister, Club intern. Der wird immer in dem Sonnabend ausgetragen. Und anschließend wird in der Jahresendwertung die drei besten Läufe bewertet. Daraus resultiert sich dann der Vereinsmeister in jeweiligen Klassen. Und wir richten auch noch für alle Geländewagenfahrer einen Kaiserpokal aus. Dieser wird dieses Jahr stattfinden, Pfingsten am 30. und 31.05. hier auf unserem Motorsportgelände. Erste Mal dieses Jahr am Sonnabend ab 22 Uhr mit Nachtrall. Ich danke dir erstmal und ich würde sagen, wir gucken jetzt deinen Fahrern zu, wie sie durch die Sektionen fahren. Und du erklärst uns ein bisschen. Alles klar. Ja, meine Damen und Herren, hier wollen wir Ihnen gleich einmal zeigen, wie man eine Sektion aufbaut. Hier ist Detlef Wittenberg, er ist der Sportwart in unserem Club mit seinen Gehilfen. Die Tore werden 2,20 Meter auseinander abgesteckt, die Pöppel oben drauf gelegt, nachher, wenn das Fahrzeug durchgefahren wird. Eine Sektion beinhaltet mindestens 10 Tore. Die Torstangen haben eine Größe von ca. 75 cm bis 1,25 m. Sie sehen jetzt gleich, wie ein Geländewagen durch die Sektion fährt. Beim Trail nennt man das Sektionen. Wir haben hier mindestens 10 Tore aufgestellt. Hier fährt der Detlef Wittenberg mit einem Daihatsu F10. Die Torstangen beinhalten, wenn man sie umfährt, 50 Punkte, der Pöppel 15, 30 Punkte und zurückfahren kostet 15. Das Loch fahren, wo die Stange gestanden hat. Dieser Zurücksetzer hat jetzt 15 Punkte gekostet und wenn er den Pöppel umwerfen würde, würde das 30 Punkte kosten und die ganze Stange kostet 50. Ein Stehenbleiben über 3 Sekunden kostet 6 Punkte. Ja, hier sehen wir mal einen alltäglichen Geländewagen. Vorher, das war ja ein F10, den es schon, der vor 20 Jahren gebaut wurde und den wir extra für schwierige Sektionen umgebaut haben. Und hier fährt der Udo Martinka aus Themrode mit seinem Toyota durch. Und hier sieht man schon die Feinheiten, dass es natürlich nicht so einfach geht, als wenn man diesen umgebauten CVT nimmt. Weil dieser Wagen auch schwerer ist und bei dem CVT-Wagen ist auch die Hinterachse gesperrt. Musik aus! Wenn wir den Kaiserpokal ausrichten,
wird jedes Fahrzeug vermessen in der Länge. Wir haben eine Klasseneinteilung von 4 Stück. Dieses Fahrzeug, dieser Toyota, würde zum Beispiel in einer Klasse 3 laufen. Weiterhin haben wir eine neue Klasse 5, in der alle Fahrzeuge mit Vorder- und Hinterachssperre fahren. In der Klasse 6 werden die Fahrzeuge starten, die nicht serienmäßig sind, weil wir das Teil so ausrichten für Hobbyfahrer, wie wir alle sind, sodass man ohne Probleme auch wieder mit dem Auto nach Hause fahren kann. Denn so billig sind die Autos auch nicht, dass man die einfach so kaputt fährt. Und so stecken wir das auch ab. Was macht ihr denn, wenn einer da gar nicht mehr rauskommt? Wenn einer gar nicht mehr rauskommt, werden wir ihn rausziehen oder mit einer Winde rausziehen. Aber ich will hoffen, dass er es schafft. Wenn nicht, werden wir dieses natürlich auch gleich einmal zeigen. Aber das hat sich im Moment erstmal erledigt. Ja, und wenn wir unsere Fahrzeuge ausgemessen haben, um eine gerechtere Wertung hinzubekommen, haben wir einen Fairness-Faktor entwickelt. Hier werden alle Daten, Länge, Breite und der Radstand durch 100 geteilt und das Leergewicht durch 1000 geteilt. Und da bekommen wir einen Fairness-Faktor raus. Bei diesem Fahrzeug würde der Fairness-Faktor ungefähr bei 3,58 liegen. Und wenn man nachher eine Gesamtpunktzahl hat, am Ende von 6 Sektionen beim Trall, kommt man irgendwo auf 800 Punkte, sage ich mal, und dies würde man durch 3,58 teilen. Weiterhin werden wir dieses Jahr bei unserem 9. Kaiserpokallauf das erste Mal einen Nachttrall anbieten. Das wird am Sonnabend, den 30.05. sein. Hierbei wird um 22 Uhr circa 3 Sektionen abgefahren. Und am Sonntagmorgen nach dem Frühstück werden wir ab 11 Uhr unseren normalen Kaiserpokal fahren und die restlichen 5 Sektionen fahren. Jeder hat vor jedem Tor hat man 3 Versuche. Man darf also 3-mal rückwärts fahren und beim 3. Versuch muss man dann halt zusehen, dass man durch das Tor durchkommt. Ansonsten gilt Abbruch der Sektion, dass man den Rest nicht geschafft hat und es werden dann die restlichen Tore aufgeschrieben, wobei diese nicht durch den Fairness-Faktor geteilt werden. Hier sehen wir nun einmal eine kleine Bergung. Der Udo ist leider mit seinem Toyota hier nicht durch dieses letzte Tor gekommen. Und nun werden wir mal versuchen, ob dieser kleine F10 den großen Wagen hier geborgen kriegt. Ja.
wenn man sterben würde. Ne? Zum Club ist noch zu sagen, wir feiern dieses Jahr unser 10-jähriges Bestehen. Wir haben ungefähr eine Mitgliederzahl im Moment von 30 und die braucht man auch, denn um einen Trail auszurichten, braucht man an dem Veranstaltungstag ca. 35 bis 40 Helfer.